Okay. Herzlich Ist die willkommen. Aufnahme schon Oh, meine gestartet? Fresse schon wieder. Red mir direkt dazwischen. Herzlich willkommen bei Nimmst du Slevin schon Stream. auf? Herzlich willkommen bei Slevin Stream Sport. Wir spielen weiter. Ihr habt es schon gehört. Slevin gegen W. Die zweite Saison beginnt heute. Wir fahren die Vuelta al Tajir en Bicicleta. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hast du wunderschön ausgesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Venezuela hätte man nicht bemerkt, dass du kein Venezuelaner bist. Genau, das ist schon mal der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir fahren in Venezuela. Ich finde die Trikots rechts oben schon mal ganz geil, die Lieder hier bekommen. Aber bevor wir reinstarten, würde ich sagen, gehen wir ganz kurz darauf ein, was in der Offseason passiert ist. Denn wir haben ja Fahrer abgegeben und Fahrer geholt. Drei abgegeben, sechs geholt. Das bedeutet, wir haben ordentlich Fluktuation ins Team bekommen. Würdest du anfangen gern wollen oder soll ich? Würdest du gerne mal einen Grammatikkurs besuchen wollen, weil würdest du gern anfangen? Das war kein guter Satz von dir. Okay, also fange ich an. Das heißt, Ja. ich habe Folgendes getan. Ich blende das jetzt hier dann auch gleich mal ein. Ich habe drei Fahrer abgegeben vom Team Telekom. Das sind Paul Werbniak, der Österreicher, und die beiden Deutschen Cedric Abt und Daniel Schrag. Die mussten das Team leider verlassen. Ihr seht ja die Werte. Das Team war nicht besonders stark, aber es entwickelt sich natürlich. Das werden wir auch gleich beim nächsten Screenshot sehen, denn da sehen wir jetzt, wen wir geholt haben. Als Star Lawrence Pitti. Und William Le Cerf, ein Australier und, oder ein Neuseeländer? Ich weiß es gerade nicht Ja, auswendig. du bist der Manager, du wirst ja wohl dein Team Ja, kennen. das ist einer von dort. Und dann haben wir natürlich noch den Belgier William Le Cerf. Ansonsten sind wir unserer Linie treu geblieben, die Deutschsprachigen zu verpflichten. Also Marco Brenner haben wir geholt, Moritz Krejci haben wir geholt, Fabian Weiß haben wir geholt und Niklas Behrens haben wir geholt. Hier zu sehen mit dem grünen Viereck. Und ihr seht auch, dass sich die Fahrer ordentlich verbessert haben. Ich möchte da besonders einen hervorheben. Jan Christen hat jetzt 73 Berg, 74 Media Mountain und 74 Hügel. Und auch die Secondary-Werte von ihm haben sich verbessert. Also das Team entwickelt sich langsam. Das ist eine sehr, sehr positive Sache. 15 Fahrer haben wir jetzt. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze bei W sich verändert hat. Da haben wir natürlich auch einen Screenshot. Aber dazu sage ich nichts, sondern das macht er selber. Genau. Ich wollen würde dann auch gern mein Team vorstellen wollen würden tun. Der Slevin hat es ja gerade so wunderschön gesagt. Wir haben die zweite Saison und auch ich konnte mein Team verstärken nach der Regel 3 abgeben, 6 verpflichten. Wobei ich einen abgeben musste, denn Adam Hansen hat seine Karriere mit mittlerweile, weiß nicht, 42? Ja, ungefähr. 41? Ungefähr 40 plus beendet. Das heißt, ich musste nur noch zwei abgeben. Da zeigt sich, was für ein guter Manager ich bin. Ich habe die Namen vergessen. Das sind Nathan Pruner und Henry Neff. Genau. Die habe ich abgegeben und dafür habe ich verpflichtet Colin Joyce, Altbekannter aus der Continental-Klasse. Edgar Cardena, Mexikaner, um meinen Kapitän Isaac del Toro ein bisschen zu unterstützen. Dann habe ich Keegan Swirbel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Swirbel. verpflichtet. Swirbel. Und zwar aus dem Grund, weil der wurde, glaube ich, Fünfter oder Sechster bei der Gravel-Weltmeisterschaft. Das fand ich Okay. ziemlich cool. Ich hoffe, ich verwechsel den jetzt nicht, aber ich glaube, dass das der war. Dann habe ich noch verpflichtet Rodrigo Contreras aus Kolumbien, der dieses Jahr die Kolumbien-Rundfahrt, es gibt ja zwei Kolumbien-Rundfahrten, warum checke ich nicht? Aber die erste Kolumbien-Rundfahrt, die besser besetzte, hat der gewonnen. Vor Größen wie Bernal, Quintana und Co. Und deshalb dachte ich, das ist doch wert, einen Platz im Project DY-Team zu kriegen. Wenn wir schon davon sprechen, es gibt einen neuen Teamnamen, einfach um die Evolution des Teams besser darzustellen, Project DY. Und Evolution ist auch, dass mein Isaac del Toro ziemlich krass abgegradet wurde und der Slevin jetzt schon erklärt hat, dass er bei keiner Rundfahrt mit Bergen seine Bergfahrer schickt, weil er weiß, dass er gegen Del Toro mit diesen Werten schlecht aussehen wird. Das Ja, und stimmt, dann aber habe ich wir wollen meinen. natürlich die zwei letzten Neuzugänge von dir auch noch erwähnen. Soll ich Genau. das für dich tun? Du, gerne, ja, lass uns, freue ich mich, ja, mach. Ja, das andere wäre Andrew Vollmer, den du noch verpflichtet hast, und natürlich die Starverpflichtung dieser Offseason, Matthew Ricciatello. Spannend. Aber Ricciatello ist eigentlich, also ehrlich gesagt, Del Toro ist natürlich geil,
Aber Richitello ist auch geil. Ja, tatsächlich. Ja, und jetzt geht's zur Vuelta al Tajira. Super cooles Rennen für alle, die so richtig nerdig sind, weil das immer so das, die erste Rundfahrt des Jahres ist im internationalen Kalender, immer Anfang Januar, 10 bis 12 Etappen in Venezuela. Wir haben 8. Finde ich immer geil. Wir haben 8? Okay. Ja, So wir wie 8 acht, Etappen. zwischen 10 und 12, damit meint er 8. Genau. Okay, cool. Ja, Ja, es und ist auf jetzt ist jeden Fall natürlich sehr die bergig. Frage, wir haben ja auch Regeln. Und zwar haben wir jetzt dieses Jahr, bei der ersten Saison hatten wir 40 Renntage. Und die Regel war, dass unsere Kapitäne, glaube ich, nur 25 machen durften, maximal. Und jeder Fahrer mindestens 15 machen musste. Ja. Und dieses Mal haben wir 55 Renntage und es bleibt bei der Regel 25 Tage und 15. Das heißt, wir können unsere Kapitäne, in meinem Fall Del Toro und Richitello und im Slevins Fall Christen. Gut. Hast du dein Team nominiert? Wegen mir können wir reingehen. Ich hab richtig Bock, dich Ja. richtig schön siegen zu sehen. Gut. Dann starte ich jetzt, oder was? Ja. Schauen wir mal, wen gleich W nominiert hat, weil je nachdem wird natürlich auch die Rolle des Favoriten hier verteilt. Und dann schauen wir uns gleich mal das Starterfeld insgesamt an. Wir werden wahrscheinlich keinen kennen, aber schauen wir mal. So, Sprinter haben wir eigentlich auch keinen dabei. Das wird auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. So, gehen wir gleich mal auf die Startliste. Top-Favorit ist. Oh, es ist ernsthaft Del Toro am Start? Du hast ernsthaft Del Toro nominiert. Ja. Okay, das ist krass. Das finde ich komplett verschenkt. Aber okay. Und Cardena auch noch. Nee, das ist nicht der. Nee, den guten Berghelfer ist nicht dabei. Okay. Naja, du musst es so sehen, wenn der Del Toro jetzt hier schon 5 Saisonsiege einfährt, dann ist das natürlich eine Ansage. Ja, die wirst du halt einfahren. Bester Genau, und Gegner, das war. Caicedo. Ja, mehr gibt's nicht. Caicedo ist der Einzige, der Radfahren kann. Und dann hätten wir noch Oscar Sevilla, der ungefähr 95 Jahre alt ist. Oh, aber Caicedo ist nicht so schlecht als Gegner. 75. Ich bitte dich. Also, du wirst alle Bergetappen gewinnen und die Gesamtwertung, das steht jetzt schon mal fest. Aber es wird lustig anzuschauen sein. Und hier seht ihr jetzt auch die Teams, die wir ausgewählt haben. Unter anderem ein Team aus hier Tachira, Lotteria del Tachira und ein Nationalteam aus Peru zum Beispiel. Also das Team Uruguay haben wir auch, Team Chile. Das ist doch ein schönes Starterfeld. Ja, und mein Ziel ist es, ehrlich gesagt, aufs Podium zu fahren. Hinter besagtem Del Toro und Caicedo, glaube ich, war das, ne? Das ist mein Ziel, da auf Rang 3 aufs Podium zu fahren in der Gesamtwertung. Das wäre schon ein toller Erfolg für mich. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir hier auch natürlich in Südamerika sind. Das heißt, das ist für dich wahrscheinlich ein wichtigeres Rennen als jetzt für mich. So von Prestige her. Genau, und also ich muss schon auch sagen, ich habe schon auch einen Grund, warum ich jetzt Del Toro fahren lassen wollte. Zum einen gibt es bei dem Rennen, ich glaube, 4 Bergankünfte, und ich erhoffe mir natürlich 4 Saisonsiege. Ja. Und der andere Grund ist, dass er als Südamerikaner ist und ich die Story an sich cool finde. Also ist ja nicht jetzt, wir entfernen uns ja von der Realität und haben jetzt hier ein Conti-Team und Del Toro ist ja ein junges Talent. Und ich will natürlich, dass der jetzt mit dem Conti-Team wächst. Und dementsprechend muss der jetzt natürlich auch mal einen geilen Sieg einfahren. Wobei natürlich Del Toro in der ersten Saison schon die Deutschland-Tour gewinnen konnte, richtig? Ja, das muss man aber natürlich dann auch ein bisschen anders bewerten, weil da haben wir halt sch deutlich schlechtere Gegner nominiert als in echt. Also das ist mit einem Sieg jetzt dieses Jahr bei der Deutschlandtour nicht zu vergleichen, natürlich, wenn dir das gelingen sollte. Aber parallel zeige ich auch direkt mal dein neues Trikot. Also das finde ich wirklich sehr schön. Muss ich sagen, gefällt mir. Gute Farbkombi. Und vor allem ist die Farbe vom letzten Jahr auch noch mit drin im Schriftzug von Miami. Das finde ich sehr cool. Das freut mich, dass dir das gefällt. Ja, und wir haben von, glaube ich, Nationalteam Peru noch jemanden mit dabei.
und dann einen gewissen Garcia, ein seltener Name in Südamerika. Hier Avinal Da fährt der. höre ich ein leichtes ironisches, einen leichten ironischen Unterton. Ja, ich glaube, im Hauptfeld fährt schon keiner nach. Ich glaube, das werden auch die Top 3 in der Gesamtwertung sein. Oh, cool, Cardena ist ja der mexikanische Landesmeister, sehe ich gerade. Ist er? Ja, Wusste ich gar wunderschön. nicht. Oh, geil. Ja, sehe ich. Wunderschön, ja. Sehr schön. Freut mich, Ja, das freut dass mich es auch. dir gefällt. Sehr viel schmächtige Fahrer hier am Start, sieht man. Also, die wissen schon, worauf es ankommt hier bei der Rundfahrt. Das ist ganz schon mal klar. Ja, und wir müssen natürlich auch sagen, dass wir diese Etappe schon mal angespielt haben. Aber sind wir die bis zum Ende Und gefahren? ja, die sind wir, und du hast, glaube ich, mit Hajduk gewonnen. Okay, ja, stimmt. Aber Und ja, stimmt. Aber den habe ich nicht am Start. Ich was halt muss. spannend war, als wir das angespielt haben, war, dass ja, dass das komplett zerlegt hat später. Ja, Gottes Willen. Ja. Und ich habe ja Wilksch dabei. Berg 71, Ausdauer 67, Zähigkeit 66. Damit versuche ich natürlich im GC was zu reißen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Sprintwertung an. Die geht ganz easy an. Right. Ah, nee, die ist ja noch gar nicht gewesen. Ja, ich hab's schon verkackt. Weil das, ja, aber es ist ja noch 1 Kilometer. Das kommt ja jetzt erst noch. Mit Sprintwert 56 ist Wright natürlich ein echt ernstzunehmender Sprinter und er wird hier starker Dritter. Also, da hat W direkt mal gezeigt, nach wenigen Kilometern, was es hier geschlagen hat. Er möchte hier wirklich nur Höchstleistung bringen. Dritter von drei, direkt zum Auftakt, ist schon mal Ja, stark. Was sagst du und dazu? das wird mir mit Del Toro wahrscheinlich auch passieren, dass mich dieser Caicedo, der hat wahrscheinlich jedes Mal Tagesform plus 3 und der wird mich richtig abledern. Das ist ja das Geile, die Tagesform kann halt wirklich nochmal da ein bisschen Feuer reinbringen, auch wenn ich glaube, dass du es trotzdem schaffen wirst. Ja, vielleicht jetzt aber mit Caicedo. Also man muss natürlich auch sagen, dass ich damit nicht gerechnet habe, dass Caicedo am Start steht. Ja, aber umso besser, sonst fährst du ganz alleine. Also ich hoffe, dass Caicedo gute Formen hat. Formen gleich, nicht nur eine Form. Nee, der soll schon mehrere Formen haben. Okay, also rundeckig. Nee, so plus 2 und plus 3. Ah ja, okay. Und ich hoffe mit Wilks einfach, also ich glaube, dass es schwer wird für mich, aber ich glaube, Podium ist machbar bei der Konkurrenz. Und ich habe natürlich bewusst. Jetzt schauen wir uns das doch noch mal genauer an. Also wir haben Del Toro natürlich als Podiumsfavoriten, wir haben Caicedo. Dann haben wir Oscar Sevilla. Ja. Ja, dann Wilksch ist natürlich ein richtig guter Kandidat. Ja, dann gibt es noch diesen Pescador, Ja. Bergwert 71. Ja, allgemein, dieses GW Shimano-Team ist allgemein relativ gut, finde ich, in der Realität aufgestellt. Die haben auch ein paar Talente. Da bin ich mal gespannt. Ja, also das wird für die anderen wird schwierig, das muss man schon sagen. Also Wilks ist da auf jeden Fall ein Podiumskandidat, aber ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer wird für Nee, Wilks. glaube ich auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Pescador und den Wilks anschaue, dann habt ihr relativ ähnliche Werte tatsächlich. Ja. Und Sevilla hat die besseren Sekundärwerte. Also es kann schon sein, dass ein Sevilla, der hat zwar Berg nur 69, aber dafür Medium Mountain 72. Also ich würde sagen, Sevilla mischt da auch mit. Die Frage ist auch bei Petrolike, was Camargo macht, weil der natürlich theoretisch auch noch Drittbester hier bei der Rundfahrt eigentlich ist, würde ich mal sagen. Genau, Camargo ist auch noch da und es kann schon sein, dass am Ende Wilksch nur Fünfter wird. Ja, und Camargo und Caicedo sind beide früher für EF gefahren, oder? Ja, glaube ich schon, Ja, deswegen kennt man die natürlich ein bisschen. Auch Aguirre kennt man, wenn das der ist. Also die Namen sind natürlich sehr ähnlich oft von den Fahrern oder Duarte und so weiter. Aber ich denke schon, dass das die sind, die wir hier meinen. Und ja, ich habe die restlichen 5 Fahrer unterm Strich dann so nominiert, dass ich geschaut habe, dass ich da eher die schwächsten 5 dann genommen habe. Also Wilksch hat jetzt hier keine besonders großartige Unterstützung, aber es ist ein Rennen, das für mein Team Telekom nicht so wahnsinnig wichtig ist und auch nicht so viele Punkte gibt, denn man muss auch dazu sagen, wir haben 4 Kategorien. Wir haben quasi Pro Tour, dann haben wir World Tour C, World Tour B, World Tour A. World Tour A ist das höchste, das ist zum Beispiel die Deutschland Tour. Und das hier
ist jetzt die Pro-Tour, also sprich, das am wenigsten wichtige Rennen. Deswegen gibt es auch weniger Punkte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch realistisch von der Story her, dass ich ja nicht die besten Leute hinschicke. Aber wir wollen natürlich trotzdem was reißen. Und gerade im Sprint, wenn es hier das Ding zerreißt, wer weiß, was da möglich ist. Ja, also wir haben es ja angespielt und es kann gut sein, dass das Feld dann zerreißt auch irgendwann. Ja. Einfach weil da halt Fahrer, also ich scroll jetzt einfach mal ans Ende von Feld. Ja, da sind halt Fahrer, jetzt hier habe ich zum Beispiel so einen Bolivianer, der hat halt nur, also sein bester Wert ist 55. Ja. Und das wird halt, also hier auch einer 53 aus Peru. Ich glaube, dass der Schwierigkeiten haben wird, das Feld zu halten. Und ich glaube dann, dass wir am Ende maximal 30 Fahrer in der ersten Gruppe haben werden. Ja, jetzt ist gerade schon was gerissen. Ich bin auch hinten. Warte, machen wir mal eins jetzt. Da geht's los hier, das soll ich dir. Ja, mach ich. So. Ja, seid schon wieder dran. Das war nur ein Sturz. Ich bin hier hinten abgehängt mit einem ganzen Team von Ecuador. Oder Bolivien, ne, das ist Bolivien, glaube ich. Ja. Aber ich muss ganz schön kämpfen, um wieder ranzukommen. Das ist halt auch, weil das so verwinkelt ist. Lustig. Da wird schon Tempo gemacht hier im Feld. Ich komme nicht mehr ran. Ja, das ist natürlich auch spannend, weil wir natürlich keine guten Fahrer haben. Und das verzeiht, also so ein Fehler, den du da jetzt gemacht hast, der verzeiht sich nicht so einfach. Nee, aber es ist nicht wirklich, von daher ist mir das relativ egal. Aber ich habe da echt Mühe ranzukommen gerade. Na, ich glaube aber, dass du da wieder locker rankommst, weil das ist jetzt nur, weil die den Sprint anfahren. Aber im Feld fahren die den doch nicht an, oder? Gibt ja nichts. Doch, weil da ist doch, es geht noch um den dritten Platz. Ach so, ihr seid nur noch zu zweit vorne. Das habe ja, ich gar nicht. Ich Ach, bin, du ich bist habe ja mich gar nicht mehr zurückgefahren. vorne. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, genau. Jetzt bist du Okay, aber dann wieder geht's dran. noch. Ja, um Platz 3. Den holt sich Mora. Sprint 55, okay, aber der wird wahrscheinlich eher. Ja, und Berg 52. Keine Ahnung, was der hier für eine Mission hat. Aber jetzt geht's hoffentlich ein bisschen. Jetzt sind noch mehr Leute zurückgefallen. Gruppe wird immer größer da hinten, die abgehängt wird. 22 jetzt schon. Und ich komme mit Putz da nicht mehr ran. Das ist ein bisschen bitter, weil das ist eigentlich der beste Sprinter, den ich dabei habe. Und der wird jetzt scheinbar nicht mehr rankommen. Das Tempo ist schon nicht gering. Vorne zerfällt es jetzt auch. Da ist jetzt der Peruaner alleine vorne. Ja, also ich glaube, das wird schwer für euch da hinten nochmal ranzukommen. Ja, obwohl es echt kein Abstand ist, aber. Ja, und ich sehe auch schon, wir sehen es jetzt, dass der Ray, Ja, der der ist ist schon kaputt. durch. Ja, der ist durch. Und wenn du jetzt mit dem Putz nicht den Abstand, den das schließt, dann bist du weg. Aber ich glaube, Putz könnte es schaffen. Ich halte es ordentlich auf den Putz und sprinte da schnell hin. Die Frage ist nur, wie viel kostet dich das? Kannst du dann noch in den Schlusssprint eingreifen oder nicht? Das ist die Frage. Ja, und jetzt siehst du, da fallen auch wirklich Fahrer zurück jetzt aus der Gruppe. Ja, und ich bin zwar dran, aber jetzt an denen, die hinten rausfallen. Das heißt, das macht es natürlich nicht einfach. Aber ich bin jetzt mit Putz dran. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, da ran zu sprinten, weil die anderen, ich weiß, glaube nicht, dass die andere Gruppe nochmal rankommt, ehrlich gesagt. Die tut sich schon schwer. Ja, und wir sehen, die machen da auch richtig brutal Tempo vorne. Ja, Also die ja. sprinten da. Also ich merke das schon am Balken, dass hier Gas gegeben wird, du. So, Putz kann jetzt gleich auch was zu trinken mit vorbringen. Der wird wahrscheinlich im Schlussspiel eh nicht mehr reinkommen. Aber wichtig ist halt, dass er hier jetzt auch keine Zeit verliert, dass er hier ein bisschen vielleicht noch helfen kann. Und die Gruppe da hinten mit den 22 Mann, die wird nicht mehr rankommen. Die kämpfen die ganze Zeit. Und ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ich hier nicht kurz rangesprintet wäre. Wenn es vorne nicht langsam wird, kommen die nicht mehr ran. Geile Situation schon, oder? Dass wir hier bei der ersten hügeligen Etappe hier schon mal ein halbes Feld abgerissen haben. Ich meine, das ist ein Viertel Ja. oder so von einem ganzen Starterfeld, das hier schon mal weg ist. Das ist schon ordentlich. Jetzt sind die fast dran, siehst du das? Die 22, ja, aber die kommen nicht mehr ran.
Doch, Ja. jetzt sind sie dran. Ja, aber das reißt halt wieder. Also das, die müssen hinten richtig krass sprinten. Das ist nicht einfach. Putz ist Ja, wieder die vor. vorne, hat Wasser gebracht, das ist gut, hat nochmal ein bisschen geholfen. Wir sehen vorne jetzt schon, ja, wie soll ich sagen, den grün-pinken Zug oder wie soll man das nennen? Wunderschön. Grün-rosa wahrscheinlich eher. Ja, und wir sehen, es sind nur noch 53 Fahrer im Feld. Boah, jetzt ist ja richtig Und gerissen, unter genau. anderem ist Camargo von Petrolike hinten. Oh, das ist natürlich der Edelhelfer von Caicedo und eigentlich der drittbeste Fahrer bei dieser Rundfahrt. Alter, es ist ja krass. Und Putz muss auch richtig kämpfen, jetzt da vorne den Anschluss zu halten. Also da wird schon ordentlich ausgedünnt. 51 Fahrer noch. Und wir sehen natürlich, dass. Aber du bist gar nicht derjenige, der hier so Tempo macht, ne? Das sind auch eher die anderen. Nein, nein, das sind die anderen. Aber ich habe nur meinen Zug aufgebaut, Ja. aber ja, das sind die anderen. Aber ich sorge natürlich, jetzt sind es wieder 84 Fahrer, jetzt wieder 51. Ich sorge natürlich dafür, dass das Tempo hoch bleibt. Also das ist jetzt ganz klar Ja, für mich sieht man jetzt das auch, du bist Ziel. wieder vorn. Das Ziel ist schon mal ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Genau. Und ich gehe jetzt sogar davon aus, dass nach der nächsten Bergüberquerung, dass wir unter 50 Fahrer sind. Ja, das ist, da gehe ich auch von aus. Also jetzt schließt sich's wieder zusammen auf 70, 75. Aber jetzt kommt eben dieser steile Anstieg. Und auch links bildet sich ein Zug von einer anderen Mannschaft. Das ist Venezuela P de Futuro. Nein, wir sehen jetzt da 75 Fahrer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt reißt. Na, okay, 68. Also da ist auf jeden Fall. Das sind überall Lücken. Kann ganz schnell werden jetzt, dass da noch weniger sind. Ja, wir halten uns da natürlich zurück. Wir sind nicht in der Favoritenrolle. Wir versuchen möglichst kräftesparend da irgendwie durchzukommen. Aber im Okay, also wir Sprint haben jetzt halten wir natürlich rein. hinten haben wir. Nee, der hat es wieder geschafft nach vorne. Schade. Wer? Der Camargo war das, Ach, der ist oder? wieder da. Ja, doch, das finde ich auch ganz wichtig, dass er da ist, weil sonst ist es ja ein bisschen langweilig. So, 10 Kilometer. Jetzt geht's dann 21 Fahrer als. rein. Und wir 18 sind Fahrer, kurz. ey, übel. Ja, das vorne ist die Gruppe. Unfassbar. Tja, wer hat sich den Jetzt sind es wieder Etappensieg? 8 und. Schwer zu sagen, wer hier der Favorit ist, wenn man sich einfach nicht auskennt. Ich werde auf jeden Fall auch schön mit reinhalten. Jetzt kommt der daher. Ich hasse das. Klar, kommt der jetzt daher. So, Sprint. Wer gewinnt das erste Rennen von unserer neuen Karriere? Und es ist wahrscheinlich das Team. Es ist Colin Joyce. Vor Archibald. Und Del Toro fast Dritter. Fast. Fast Zeitbonifikation für Del Toro. Die Frage ist, wo gibt es hier die Zeitabstände? Okay, erster Platz 48, also 47 Fahrer zeitgleich. Darf ich das jetzt oder nicht, weil ich im Leaders-Trikot bin? Du kannst machen, was du willst, theoretisch. Wir haben keine Regeln festgelegt in der Hinsicht. Okay.
Wenn, dann müssten wir das halt noch machen, aber. Ja, sag du Bescheid, also ich kann ihn auch sofort zurückpfeifen. Swirble. Der hat gar nicht so schlechte Werte. Nee. Aber ganz schlechte Rundfahrwerte. Ja, gut. Ja. Aber wir kommen nicht Die weg. lassen euch nicht wegfahren, ha? Okay. Das ist aber jetzt auch spannend, dass du mit Kretschi da fährst. Ich dachte, das wäre dein Gesamtwertungsmann. Nee, Wilksch. Aber so richtig lassen die mich auch nicht weg, hä? Nee. Spinnen die? Dann sollen sie sich halt verausgaben. Ich kann das eine Weile durchziehen. Dann machen wir das Rennen hart. Die gehen aber jetzt richtig Gas. Sollen sie doch. Die haben Angst vorm Quetschi in der Gesamtwertung, ja? Oh. Schön souverän nach Hause gebracht, das Oh, und Ding. was haben wir jetzt für eine Konstellation hier? Da will noch einer mitmachen. Das ist der, der die ganze Zeit uns nachgefahren ist. Ja, aber die sind damit nicht einverstanden. Ist auch verständlich, weil wir zwei der besten vier Teams sind. Also es ist auch unrealistisch, dass wir da in die Gruppe gehen wahrscheinlich. Aber schauen wir mal, wie lange Ja. sie das machen. Und der Castagno ist auch ein ziemlich starker Fahrer, der hat 68 Berg, also das ist eigentlich schon eine brutale Gruppe. Ja, klar. Gemessen an den Stärken, die hier halt am Start stehen, ist es schon eine richtig gute Gruppe. Aber das war's auch schon, die wird gleich eingeholt. Oh, da kriegst du jetzt einen richtig starken Begleiter. Der wird mir richtig weiterhelfen. Arando Ramos, geiler Name. Sollen wir mal zwei machen? Ja. Oder müssen wir uns das Elend jetzt anschauen? Das ist kein Elend. Das ist doch geil, guck mal, dann steht jetzt eine schöne Gruppe. Die hatten einfach nur was gegen dich. Ja, und ich lasse die Gruppe auch fahren, wenn es ist. Also ich lasse euch mit 10 Minuten vor. Das ist kein Problem für mich. Ja, der Groß ist kein schlechter. Genau. Also der ist ein guter Fahrer, keine Frage. Großes Talent auch. Aber braucht noch ein bisschen. Bisschen braucht er noch. Da kommen jetzt noch mehr hinterher. Also einer, na gut, der schafft es nicht mehr. Der geht jetzt ein. Da muss man überlegen, wie ich das jetzt hier am Berg dann mache. Also was heißt Berg? Es geht halt, also ist halt eigentlich ein bisschen rumgehügelter. Es wird halt nur schwer, weil du es schwer machst wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Ansonsten ist das eine Luschen-Etappe. Da kommen alle drüber von mir. Aber du wirst es halt wieder übertreiben und dann wird es schwierig.
Ja, nur eins verraten, im Teamhotel gestern gab's Stunk. Bei dir? Ja. Warum? Del Toro war angefressen, dass er, dass ihm Colin Joyce den Podiumsplatz weggenommen hat. Ja, aber es gab einen Sieg durch Colin Joyce. Mir ist Del Toro egal, ja, der ist... Das ist dem egal, ist heiß, was ist denn das für ein Team-Captain? Der ist heiß wie Frittenfett. Okay. Übrigens zur neuen Saison wünsche ich mir, dass du den U-Bahn-Witz erzählst. Übrigens rauscht es bei dir wieder so komisch, wenn du sprichst. So, weil dein Lüfter so laut ist oder irgendwas. Das ist der Kühler von meinem Notebook. Ja, naja, das ist unerträglich. Für die Zuhörer. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen machen soll. Soll ich mich auf stumm schalten? Nee, aber man hört es ja auch nur, wenn du sprichst, aber du sollst ja auch sprechen. Aber es ist natürlich, weiß ich nicht, wie man das löst. Du musst irgendwie ein Headset haben, das das Rauschen nicht aufnimmt. Und sonst kommen sie ja die Millionen Zuschauer abhanden, weißt du? Wunderschöne Sonnenblumenfelder hier, also es ist, ich nutze das der hier Lüfter auch. Der Lüfter ist Vollgas an. Als Stadtrundfahrt hier. Wie läuft's mit dem Vorsprung? Gut. Die lassen euch aber nicht weg. Nee. Nee, lassen uns absolut nicht weg. Da ist von einem Etappensieg nicht zu träumen. Aber wir geben nicht auf. Also, lass mal eins machen. Ja. Große Attacke vom Team Telekom. Ja klar, da muss jetzt mal was getan werden. Ziel, diese Bergwertung natürlich. Der Peruaner fast noch vorbei. Naja. Am Ende Platz 1, 2 und 3, oder? Da kennen wir nichts. So, und jetzt ist das Feld gefordert und wir können zuschauen. Ist so geil, das wird so ein anderes Bild sein, wenn wir dann Deutschland-Tour oder so fahren. Weiß ich nicht, wenn wir dann irgendwie gegen Philipsen sprinten oder keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ja, das wird hart. Im Vergleich zu dem hier, aber das ist ja auch schön Abwechslung.
Hinten sind die ersten rausgefallen. Wundert mich nicht bei dem Tempo. So, wir sind eingeholt. Schade. Ich hätte vielleicht gedacht, die überlassen dir da einfach nachzufahren, aber die sind leider alle hinterhergefahren. Und das sehen wir jetzt schon, da geht es gleich schön hoch bei der Straße. Sieht steiler aus, als es ist. Und der Zug von Project läuft schon wieder. Versuchen jetzt sogar welche zu attackieren. Ja, viel Spaß. Immer noch 89 Fahrer im Feld. Ja, es ist natürlich nicht so steil. Es ist jetzt wieder eigentlich komplett flach. Am Ende wird es dann nochmal, da wird es dann orange für ein, 2 Kilometer vielleicht. Da könnte es dann eng werden. Aber ich glaube, länger, da haben jetzt die Leute jetzt erstmal kein Problem. Frage ist natürlich, sehen wir heute die erste Attacke von Del Toro? Könnte ich mir gut vorstellen. Der ist ja explosiv, der könnte das schon. Da auch noch drei Leute bei sich. Sevilla kommt, Camargo kommt. Ein Kilometer noch, jetzt übernimmt hier Rico das Tempo. Und oh. Del Toro holt sich's. Oh. Kraft, Kraftakt. Fabusta Mante und Wilks, der kriegt damit auch Bonussekunden, sehr schön. Und Oscar Sevilla Vierter. Ja, Camargo auf der 6, Caicedo auf der 7, Colin Joyce auf der 8. Also das sind jetzt schon immer die gleichen Namen. Aber stark von dir mit Wilks. Ja, der Rest ist halt, der Rest hat jetzt schon ordentlich Zeit gefressen bei mir, aber es geht ja nur um Wilks und ich habe das Bergtrikot erobert, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es Zeitabstände gibt. Nee, zwischen uns vorne nicht. Nee, wo gibt es den ersten Cut ab Platz 36? Und wir sehen jetzt, Bustamante hat die Führung übernommen. Tatsächlich, Bustamante. Bergwert 68. Wird langfristig natürlich kein Problem. Aber wir sehen auch, wir haben schon drei Fahrer vom Project in den ersten sechs. Auch nicht schlecht. Bergwertung führen wir. Sieht gut aus. Bustamante führt jetzt im Individual World Ranking. Sehr spannend.